Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims Mobile. Und es ist soweit, ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet, das Kind zu bekommen. Und es ist ein Mädchen. So, wir nennen sie, das wollte ich hier schon mit meiner Tastatur vom PC schreiben. Ich habe überlegt, wir nennen sie jetzt einfach Luisa. Fertig, jo. Genau. Und wir können hier jetzt ein Familienereignis mit ihr machen. Und das tun wir jetzt auch. Und zwar Wonneproppen. Luisa wird in einer Stunde alleine fertig. Das ist schön für sie. Was macht dieser Typ hier eigentlich? Der steht die ganze Zeit hier schon im Kinderzimmer oder einfach da. Kann ich den bitte wegschicken? Ich habe dem einmal einen Sticker gegeben, weil ich das in der To-Do-Liste machen musste. Und jetzt werde ich den Typen nicht mehr los. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber... So, übrigens, er ist jetzt recht Level 7, Gitarre Level 4 und die zweifelhafte Liebe ist auf Level 6. Das heißt, deswegen gibt es jetzt auch langsam mal die Babys. Und ich brauche nicht mehr lange, bis wir das freischalten können. Dann habe ich überlegt, dass hier einfach ein Mitbewohner einziehen wird. Und wenn Isaiah und Rosalie dann in Rente gehen, werden dann die beiden Kinder das Erbe antreten des Hauses. So habe ich mir das überlegt. So, sie ist schon Level 9 in der Modekarriere und Yoga Level 4. Ja, ich würde sagen, wir können hier so Sachen machen wie Popo abwischen, Schlaflied singen und so, das machen wir auch. Die Zeit geht dabei nämlich echt gut schnell rum. Also das bringt ja echt immer gut Fortschritt, ne? Ihr seht schon, allein jetzt gerade 15 Minuten gefühlt hier über ein Nickerchen fantasieren. Das ist auch sehr nett, ne? So, wir geben hier mal das Fläschchen. So, ich habe extra wieder geguckt und der Sound sollte dabei sein. So, müffelnde Windel wechseln kann man ja mal machen, ne? Ist ja keine schlechte Idee, in Babysprache reden. Was machst du denn mal? Eigentlich kannst du Gitarre nebenbei üben. Finde ich nicht schlecht. So, übrigens Ostermission. Wir haben jetzt hier nur noch das Hoppla-Hopp-Häschen, was wir bekommen müssen. Und wir haben noch 3 Tage und 19 Stunden Zeit. Beendet 2 Kapitel einer Karrieregeschichte. Eins haben wir schon beendet. Das ist halt nicht die kompletten 10, ich sag mal, Karriere-Level. Da hatten wir nochmal Glück gehabt. Ja. Nochmal Popo abwischen hier vom Kind. Kann man ja mal machen. So, du. Während das Kind da liegt und vielleicht schlafen möchte, vergewaltigst du die Gitarre. Das kommt immer gut. Da ist sie fertig. Nein, ich möchte jetzt kein Video-Ad ansehen. So, hat ein besonderes Merkmal verdient. Das wollte ich nämlich mal gucken. Sie schneidet bei allen Ereignissen besser ab, wenn sie älter ist. Und das möchte ich halt mal raufleveln und da mal gucken, was das bringt. Das wollte ich aber mit euch zusammen machen, deswegen mache ich das jetzt erst. So, ich habe hier irgendwas erfunden, wollte ich gerade sagen. Fertig, die Familienbande. Sehr schön. So. Dann lass es mal krachen, Digga. Du machst mal Yoga. Warum auch nicht, ne? Kurze Übungseinheit. Yoga kann man immer mal machen. Ich finde gut, dass dieses Aufgeploppe hier von den Sachen, dass das schneller geht. Ich habe übrigens eine Videospielkonsole gekauft. Wir haben dann bald auch das Level Up. Ich bin jetzt hier so weit. Das heißt, ein bisschen brauchen wir noch. Dann können wir zumindest einen Platz freiräumen. Und hier kriegen wir sogar einen neuen Raum dazu beim ultimativen Trendsetter. Ja, und für unseren Mitbewohner machen wir einfach kein Bett, weil das braucht er auch gar nicht. Also das finde ich ja noch recht praktisch, dass die das jetzt, dass die da nicht drauf angewiesen sind. So, Trikonasana. Volle Streckung versuchen. Vorwärtsbeuge praktizieren. Wir machen mal Trikonosana oder so.
und gucken mal, was daraus wird oder was das sein soll. Oder auch nicht. Schulterbrücke. Ey, dieser Typ, ne? Ich will, dass er geht. Ich will, dass er sofort mein Haus verlässt. Aber ich werde diesen Typen nicht los. Lern mal neue Akkorde. So. Energie sammeln. Wir sammeln erstmal Energie, bevor wir dann dieses Fortgeschrittene machen. Da. Jetzt haben wir nämlich mehr Erfolg bei. Deswegen machen wir das jetzt. Und gucken mal, ob es klappt. So, sieht schon besser aus. Ich wollte gerade meine Eier zeigen, aber dann war der schon fertig. Können wir gleich noch eine Übungseinheit machen, ne? Warum auch nicht? So, die Eier sind jetzt im Kinderzimmer. Ja. Die springen auch so lustig hoch, wenn man die antippt. Toll, oder? Ich habe übrigens das Bett mal getauscht, weil wir jetzt ja das Baby haben oder bekommen, dass wir dann hier süßes Bett haben. Und ich habe hier eigentlich neue Sachen gekauft, aber irgendwie hat das Spiel das nicht akzeptiert. Habe ich die im Inventar? Muss ich ja, oder? Jetzt warte mal. Ich habe diese, das finde ich jetzt echt kacke vom Spiel. Moment, ich muss das mal finden. Ist das im Wohnzimmer? Hier, ich habe die gekauft und die daneben gestellt. Und jetzt sind hier noch diese alten. Was soll das? Ich fand die nämlich viel schöner. So, jetzt muss ich das mal umstellen hier. Das ist das Blöde, wenn man von Tablet auf Handy wechselt und so. So manche Sachen, Fortschritte werden irgendwie jetzt nicht so gespeichert anscheinend. Aber das Baby machen, das hat er gespeichert. So. Zum Glück ist es ein Mädchen geworden, deswegen können wir das jetzt hier so lassen. Fällt mir gerade mal so ein. Wir müssen bald auch nochmal Vorhänge weiterkaufen. Aber ich spare jetzt erstmal auf diesen Fernseher. Ich kann den ja nochmal zeigen, Wohnzimmer. Der ist nämlich nicht ganz günstig. So. Konsole habe ich jetzt ja gekauft. Da, ne? Der Fernseher kostet 4.800. Ich möchte ihn auf jeden Fall dahinstellen. Der passt da nämlich richtig geil drauf. Und guckt euch einfach diesen fetten Fernseher mal an. Ist der geil oder ist der geil? Aber ich habe jetzt gestern Abend beim Zocken habe ich nebenbei auch schon gut Simoleons verdient. Das ist ganz praktisch. So, Rückenbeuge, mach mal. So, du machst hier noch weiter an der Gitarre rum. Das Positive ist, wir haben ja hier schon diesen Verstärker-Dings und so ein Pedalviech oder so. Was nicht bei der Gitarre steht, aber es hilft uns. So, krachen lassen. Jetzt müssen wir nochmal zur alten zurück, die ihr umfällt. Irgendwann haben wir einen Hobbyraum. Wenn wir da den dritten Sim haben, können wir dann auch mehr Geld verdienen. Setu Bandhasana. Das mache ich jetzt. Ey, Typ, du machst mich aggressiv, mein Freund. Du hast hier nichts verloren im Haus. Wem auch immer dieser Typ gehört, er möge ihn bitte abholen. So, die alte ist fertig. Ich möchte jetzt einfach mal aufs Klo gehen. Und dann duschen. So, nachdem wir den Fernseher haben, werde ich Sachen kaufen. Toll. Die hier mehr Energie geben.
Weil man kann fürs Bad, jetzt mal gucken, hier so Sachen kaufen, die jetzt nicht Simcash kosten. Da zum Beispiel verleiht Badewannen plus 2 Energieauffüllung. Und das Ding hat zum Beispiel Toiletten plus 2 Energieauffüllung. Aber es ist halt auch nicht gerade günstig, ne? Das hat zum Beispiel Toiletten plus 1 Energieauffüllung. Und wenn wir das beides jetzt zum Beispiel kaufen, dann würde die Toilette schon mal 5 Energie bringen. Ja. Ich bin mal gespannt. Wir kriegen nämlich hier ab Level 30... Nein, um Gottes Willen. Ich dachte, wir schalten das jetzt frei, ey. Nicht, dass wir hier irgendwie mit diesem Simcash jetzt verlieren oder so. Ich würde heulen, wenn ich jetzt aus Versehen nochmal auf irgendwas draufklicke. Ich bin schon extra vorsichtig. Ob wir das auch nur mit Simcash kaufen können oder auch ansparen können mit Simoleons. Ich finde kacke, dass man das ansparen muss, ehrlich gesagt. So, geh mal zur Arbeit, Alte. Ja, ich finde das nämlich cool. Jetzt ist die kurze Schicht und die Standardschicht, die lohnt sich schon echt, ne? Und die lange Schicht, die lohnt sich dann ab Level 10. So, wir machen mal eine kurze Schicht. Partys habe ich übrigens schon besucht für heute. Nee, doch nicht, habe ich gar nicht. Hä? Okay, das hat er auch nicht gespeichert mit den Partys. Da können wir ja gleich nochmal auf eine Party gehen. So. Innennähte nähen. Mach mal. So. Wir gucken mal, dass wir ihn hier fortschrittlich kriegen. Was ich übrigens sehr geil finde, wenn wir jetzt gleich mit ihm zur Arbeit gehen, dann darf das Baby allein zu Hause bleiben. Das ist komplett normal. Was ist jetzt kaputt? Typ, hast du was kaputt gemacht? Ey, dieser Lappen, der soll verschwinden. Ich will den nicht hier haben. Einfach nur jammen. Ja, das kriegen wir schon hin. So. Jetzt haben wir immerhin das Baby. Was da vor sich hin wackelt. Es dauert aber ein bisschen, bis es älter wird. Oder mache ich auch direkt das zweite? So. Dann gehst du jetzt auch zur Arbeit. Ich habe hier übrigens umgestellt gehabt. Mach mal eine kurze Schicht, ne? Ja. Bis ich dann losfahren muss zu meinem Dad, der ja auch nur um die Ecke wohnt, fast. 5 Minuten mit dem Rad oder so. Je nach Ampelphase auch mal 10 Minuten. Ich habe hier zum Beispiel Blumen, was ich geil finde. Aussage von Pflanze anzweifeln. Und Pflanze auf den Zahn fühlen. Ich meine, das hier ist sowas wie ein Wartezimmer. Und dann steht der Anwalt im Wartezimmer und zweifelt die Aussage von der Pflanze an. Ich will ja nichts sagen. Aber das wirkt nicht sehr seriös. Nur so ein Einwurf. Wollte ich mal gesagt haben. So, das ist mein Wasserglas. Hier habe ich Cola draus getrunken. Ich muss jetzt noch mal einen Schluck Cola trinken hier. So. Vergleich empfehlen. Amelia Bernadotte oder so. Wie hieß die Alte? Bernadotte. Ja, Mensch, da war ich ja richtig. So, mit ihm waren wir, glaube ich, noch nicht auf... Oh, der hat sogar Bett bereit. Ey, geil. Dann können wir das mit ihm uns auch mal gönnen. Ich finde das voll geil, dass du von der Arbeit einfach weggehen kannst. Dein Wartezimmer ist gefühlt rappelvoll. Gehst erstmal nach Hause, auf Toilette, duschen, Nickerchen machen. Ist alles ganz normal. Das juckt hier niemanden. Du musst den Sim nur herbeirufen und dann ist hier alles in Butter. Dann ist alles gut. Dann passt das. Wir müssen unseren Flur hier irgendwann nochmal designen. Er schnarcht sogar, ey. Was für ein Typ. So. Dann den Ruf der Natur verfolgen.
Ich finde diese brennende Hose einfach so geil. Ich meine, der sitzt auf Toilette und seine Hose brennt. Oder allgemein brennt ja die Hose, ne? Aber es. Nur noch 3 Simcash. Können wir hier schnell irgendwas machen, was 3 Simcash macht? Ich glaube nicht, ne? Kapitel einer Beziehungsgeschichte abschließen. Da müssen wir die beiden, glaube ich, eine Beziehungsgeschichte fertig machen lassen. Aber das kriegen wir jetzt, glaube ich, auch nicht so auf die Schnelle hin. So. Wir versuchen mal, die Wahrheit rauszukriegen. Wir haben es geschafft. Er guckt dabei immer so geil, ne? Die Mimik ist einfach Bombe. Im Team theorisieren. Ich frage mich, ob das mein Kollege sein soll. Weil man hat ja überall einen Kollegen. Smalltalk halten. Dieser Lauch hier ist auch geil. Der seine Hose, seine Hand in seinen Knochen stecken hat. Ist alles normal, Theorien austauschen. Ist hier eigentlich wieder irgendwas? Hier war mal dieses Freiluftfest. Das habe ich über Nacht machen lassen. Ich habe das gestern vergessen und deswegen konnte ich die Daily Quest nicht mehr erfüllen. Das war echt nicht geil. Okay, wir hatten Disserfolg. Disserfolg. Das heißt nicht mehr Misserfolg, sondern Disserfolg. Arbeit vergleichen. Der Typ, der stand hier hinten irgendwo drin. Da in der Wand. Hat sich da versteckt. Spekulieren. Ich würde so gern Boden und sowas umdesignen, ne? Das sieht alles so hässlich hier aus. Was kostete das hier eigentlich? Das müssen wir nämlich auch noch freischalten. 4.600. Und der Club, der wird dann richtig teuer, wenn wir erstmal die Agentur freigeschaltet haben. So. Versuchen, über den Fall zu tratschen. Nö. Köpfe zusammenstecken. Wir versuchen, über den Fall zu tratschen, wenn die Chance, dass es misslingt, noch geringer wird. Aber selbst wenn wir 90% Erfolgschance haben, der Typ schafft es trotzdem regelmäßig, das zu verkacken. Es ist einfach so ein Sims. Es ist einfach so. Oh, was? Erzähl nichts. Plötzlich ist er weg. Er hat sich weggebeamt. Fabelhaft. Nicholas Avery. Unkonventionelle Taktik austauschen. Vielleicht hat das Erfolg. Nein, hat es nicht. Es hätte ja sein können. So, aber in diesen 4 Minuten werde ich jetzt hier nochmal zu Rosalie gehen. Bei ihr werden wir noch ein bisschen was hinkriegen, denke ich mal. Zuschneiden und irgendwas. Ich habe überlegt, ob wir dann mit unserem dritten Sim hier im Restaurant anfangen. Oder ob ich tatsächlich die Agentur für den freischalten lasse, dass der erstmal das Hobby macht. Ich muss mal gucken. Was für Hobbygeschichten wir eigentlich noch gar nicht haben. Ja, uns fehlt nur noch hier, ne? Klavier. Wir brauchen aber erstmal ein Klavier. Zum Geier können wir denn das Klavier jetzt freischalten? Ich möchte ja nicht ein Hobby abschließen, was wir schon abgeschlossen haben. Ich möchte ja erstmal alles fertig machen. Das wäre ja nicht schlecht, ne? Ach so, ja. Ich habe hier übrigens noch Lampen dazu gekauft. Hier ein Lichtmast, den hier. Da. Und hier hinten. Ich habe ein bisschen umgestellt und noch Spiegel hinzugefügt. Und diese Teile hier. Ich glaube, das hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Offenes Stilurteil. Eine Person, die Planeten um sich rumfliegen hat, die muss Recht haben.
Die muss einfach recht haben. So, meine Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn das zweite Kind zur Welt kommt, damit wir das erleben können. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.